Herzlich willkommen zur ersten Vorlesung zum Thema Industrieabwasser. Ich will heute eine kleine Einführung geben in die Grundzüge der Industrieabwasserwirtschaft und dann einige Themen hierzu ansprechen. Wir werden uns mit Mengen- und Konzentrationsausgleich beschäftigen. Wir werden dann in die mechanisch-physikalischen Verfahren einsteigen, wobei das nicht wirklich stimmt, dass wir einsteigen, sondern wir werden weitermachen. Weil wir ja gestern schon einige dieser mechanisch-physikalischen Verfahren kennengelernt haben, haben uns mit Sedimentation beschäftigt, mit Fällung, Flockung. Deswegen werde ich das nicht nochmal machen. Auch wenn Sie die Folien gerne sich natürlich angucken können, sie bleiben im Skript drin, steht natürlich auch im Text. Auch das ist eine gewisse Doppelung von unterschiedlichen Autoren geschrieben, einmal in der Trinkwasseraufbereitung, einmal im Industrieabwasser. Aber didaktisch ist das gar nicht schlecht, wenn man sich mal von zwei verschiedenen Seiten oder von mehreren verschiedenen Seiten im gleichen Thema nähert. Ja. Chemisch-physikalische Verfahren, auch das werden wir hier im Rahmen der Industrieabwasserreinigung nicht machen, sondern im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung. Ich werde dann an den entsprechenden Stellen immer mal versuchen, so eine Verbindung herzustellen. Was ist denn, unterscheidet sich bei Abwasser und was ist bei Rohwasser typisch? Aber im Prinzip sind es wieder mal die gleichen Verfahren. Wir werden uns im zweiten Teil der Vorlesung sehr stark mit der Filtration beschäftigen, die auch wieder für die Trinkwasseraufbereitung wichtig ist, aber sehr viel komplexer und schwieriger, wenn wir uns mit Industrieabwasser beschäftigen. Was ist das Ziel dieser ersten Vorlesung zu den Grundzügen? Ja. Ich möchte natürlich, dass Sie die Grundlagen verstehen, wissen, was ist bei Industrieabwasser anders als bei Trinkwasser und bei kommunalem Abwasser. Ich will Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie Planung funktioniert, welche Planungsgrundlagen Sie brauchen und Sie sollten mitnehmen, in welchen Schritten Sie vorgehen müssen schon fast. Ja, wir werden im Laufe dieser Vorlesung Verfahren kennenlernen und Ansprüche an die Reinigung, und am Ende sollten Sie da diesen Link hinkriegen zwischen den Möglichkeiten und den Notwendigkeiten, also Ziel und Verfahren natürlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten auswählen können. Ja, und ich bin sicher, Sie werden anschließend einfache Bemessungen durchführen können. Sie können auch kompliziertere durchführen. Wir werden hier im Rahmen der Vorlesung Grundlagen legen. Also nicht den Schwerpunkt auf das Berechnen von Aufgaben legen. Sie haben dieses schöne Buch gerade gekriegt, Industrieabwasserbehandlung. Das ist so aufgebaut, dass eine Vielzahl von Beispielen auch durchgerechnet sind. Nur dann, wenn Sie so einen grauen Kasten finden, ist eine Beispielaufgabe gerechnet. Grundlagen, wie gesagt, dazu gibt es hier. Wo müssen wir uns überhaupt mit dem Thema Industrieabwasser beschäftigen? Wenn man da mal historisch zurückguckt, dann wissen wir alle, dass unsere Umwelt, unsere Luft, unsere Gewässer noch vor einigen Jahren sehr viel dreckiger waren als heute. Und das liegt daran, dass es natürlich mit jeder Produktion Umweltbelastungen, zunächst mal Emissionen verbunden sind, die als Emissionen dann in unseren Umweltmedien, Wasser, Luft und Boden zu Schäden führen können, wenn wir denn die Konzentration zu groß machen. Darauf haben wir klassisch reagiert, früher. Ein typisch deutsch geprägter Ansatz. Wir haben nämlich emissionsorientierte Grenzwerte festgelegt. Also die erste wichtige Botschaft, das tun wir nämlich immer noch gerne in Deutschland, dass wir den Ablauf begrenzen, das Abgas mit Grenzwerten belegen, also sagen, du darfst nur so viel Konzentration Milligramm pro Liter oder auch Frachten Gramm pro Kubikmeter emittieren. Das machen die Deutschen gerne, weil wir gut überwachen können. Es ist relativ simpel festzustellen, ob irgendein Grenzwert an einem Rohr oder an einem Abluftkanal eingehalten wird. Ja, Vorsicht, das ist das Emissionsprinzip. Die Emission sagt uns noch nichts über die Wirkung.
Also ein impliziter Schluss, wir vermuten, dass aufgrund einer Emission ein Schaden entsteht, also eine Emission passiert. Und damit diese Wirkung nicht zu groß ist, legen wir einen Grenzwert im Ablauf oder im Abgas vor. Das Prinzip hat man in England zum Beispiel nicht. Dort setzt man sogenannte Ambient Standards, emissionsorientierte Grenzwerte. Ja, dort sagt man, in der Luft darf eine bestimmte Konzentration nicht überschritten werden, aber nicht am Abgasrohr, sondern an der Stelle, wo die Menschen leben. Oder in einem Fluss müssen Sie ständig einen Sauerstoffgehalt von mehr als 7 Milligramm pro Liter garantieren. So, die sagen nicht, ihr dürft nicht mehr BSB oder CSB in den Fluss leiten, der dann zur Sauerstoffzehrung führen würde, sondern unmittelbar, der Fluss wird überwacht. Beide Methoden funktionieren. Das mit dem Überwachen dieser Ambient Standards ist sehr viel schwieriger. Sie brauchen viel mehr Messstationen. Sie haben das Problem, damit Sie hinterher feststellen müssen, wer war es denn, wenn ein Wert überschritten worden ist. Ist an sich ja viel logischer, weil ich will ja ein Umweltgut schützen. Also eigentlich muss ich emissionsorientierte Grenzwerte festlegen. Gut, hat man in Deutschland damals nicht gemacht. Wir werden sehen, hat sich ein bisschen was geändert. Ja, was war die Konsequenz? Ja, die Firmen haben reagiert. Sie haben sogenannte End-of-Pipe-Techniken, additive Techniken angewandt. Sie haben nämlich einen Filter gebaut oder eine Kläranlage. Relativ simpel, einfach die Ursache, nicht die Ursache, also nicht bekämpft, wo kam die Emission her, sondern an der Stelle, wo sie rauskam, entfernt. Ja, funktionierte ganz gut, bis man festgestellt hat, ja, das kostet, und wenn man heute die Industrie immer noch, aber damals natürlich nicht hört, dann klagen sie immer über hohe Umweltauflagen, alles auch teuer und ganz schrecklich. Gut. Führt zu Kosten. Führt auch dazu, dass Abfälle entstehen. Wenn ich nämlich an einer Stelle am Ende was raushole, ja, dann habe ich das hinterher. Und wenn ich am Ende einer großen Mischung etwas heraushole, also ich habe ganz viele Industrieprozesse, verschiedenste Abfälle gehen ins Abwasser oder in die Luft, und am Ende hole ich dieses Gemisch raus, dann habe ich auch ein Abfallgemisch. Kann ich üblicherweise nichts mit anfangen. Muss ich entsorgen mit den ganzen Problemen, die da technisch hinterhängen, aber eben auch mit den Kosten. Ja, wir wissen ja heute, dass je näher man am Abfallort ist, also am Anfallort des Abfalls, desto besser kann ich ihn behandeln und recyceln. Ja, dennoch war eigentlich die klassische Lösung, dass viele Industriebetriebe ins Kanalnetz eingeleitet haben. Dann gab es emissionsorientierte Grenzwerte für den Schutz des Kanals, also ich darf keine Säure einleiten, damit sich der Beton im Kanal nicht auflöst. Ich darf kein Gift einleiten, damit die Bakterien in der Kläranlage nicht kaputt gehen. Das war's. Also keine Grenzwerte, die sich aufs Gewässer bezogen, sondern nur auf den Betrieb des zentralen Systems. Ja, und ein Großteil der Industrieabwässer wird heute auch noch in das kommunale Abwasser über das kommunale Klärwerk abgeleitet. Jetzt ist die Frage, ist das eigentlich schlecht? Oder was könnte besser sein? Auf der einen Seite wissen wir, je größer die Anlage, je zentraler sie ist, desto größer ist die Heterogenität des Abwassers, desto mehr unterschiedliche Stoffe sind drin, desto schwieriger wird eine spezifische Behandlung, aber vielleicht wird es auch leichter abbaubar. Ja, wenn wir uns in einer der nächsten Vorlesungen mal Papierabwasser angucken, dann wissen wir, dass diesem Papierabwasser Nährstoffe fehlen. Da ist fast kein Stickstoff und kein Phosphor drin. Wenn ich das biologisch abbauen will, dann werden wir sehen, dass den Bakterien genau diese Nährstoffe fehlen. So, wenn ich jetzt ein bisschen kommunales Abwasser dazu mische, dann funktioniert der Abbau perfekt. Also es kann schon sinnvoll sein, verschiedene Stoffe zu mischen. Was sicher nicht sinnvoll ist, das dem kompletten Zufall zu überlassen. Also einfach alles zu mischen und am Ende mal zu gucken, was wohl geht. Oder wenn es nicht geht, dann festzustellen, na, jetzt haben wir ein Problem. Weiteres Problem ist, dass je näher wir dran sind, desto einfacher kann ich recyceln, kann ich den Stoff auch wieder in den Prozess zurückführen.
das wird schon schwieriger bei einer Mischung aus bei einer kommunalen Kläranlage. Andererseits wissen wir auch, dass je größer eine Behandlungseinheit wird, desto spezifisch billiger wird sie. Also nicht absolut wird sie natürlich teurer, weil sie größer ist, aber auf den Kubikmeter behandeltes Abwasser bezogen wird sie billiger. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, große Anlagen zu bauen. Und auch das können wir beobachten. Also viele Industriebetriebe, Großindustriebetriebe haben ihren Bereich, wo sie produzieren, ja jetzt verändert. Die nennen sich jetzt Park, weil sich das so schön anhört. Ein Industriepark, ganz toll, ist auch gar nicht mehr dreckig, ist jetzt Park. Und haben ganz viele Firmen angesiedelt in den Park und betreiben zentrale Kläranlagen. Also Bayer zum Beispiel hat eine eigene Betreiberfirma Coventa gegründet, die spezialisiert ist auf den Betrieb von Anlagen im Industriepark oder in verschiedenen Parks. Ja, und die haben es dann schon drauf und sind in der Lage, die Stoffe so zu mischen, dass sie behandelbar oder sogar billiger behandelbar werden. Also, das ist nicht ohne weiteres jetzt klar, was ist günstig, das Mischen oder das Reparieren, muss man im Einzelfall betrachten und man muss im Einzelfall vor allen Dingen die Wirtschaftlichkeit betrachten. Und ich habe viele Jahre beim Wupperverband gearbeitet und kann mich erinnern, als ich da anfing, 88, da hatte man gerade zehn Jahre vorher das Industrieabwasser der Bayer AG rausgenommen aus Wuppertal. In Elberfeld hat man Pharmaindustrie gemacht, man hat Pflanzenschutzmittel produziert und hat deswegen ab und zu schon mal die Bakterien in der Kläranlage umgebracht. Und dann hat man gesagt, nee, wir bauen eine eigene Kläranlage, das musste auch so sein, mit Sauerstoffbegasung, ganz tolles Ding. Da sehen wir auch ein paar Bilder dazu in der Vorlesung zum biologischen Verfahren. Und hat dann aber festgestellt, dass die Kosten enorm hoch sind, weil man sehr viel Nährstoffe zu dosieren musste. Und dann irgendwann mal kamen sie, als ich dann da war, und haben gefragt, naja, können wir nicht ein bisschen Abwasser von euch haben, damit wir keine Nährstoffe dosieren müssen. Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben dann das Prozesswasser, also das Wasser aus der Schlammbehandlung, übergeleitet. Wunderbar. Wir haben das Prozesswasser weggehabt, mussten den Stickstoff nicht entfernen und die haben kein Ammoniak und keine Phosphorsäure zugeben müssen. Alles gut. Ja, später wurde dann diskutiert, nachdem dann die Pflanzenschutzproduktion, in Ländern mit geringeren Auflagen verlagert wurde, nämlich nach Brasilien, war das Abwasser auch gar nicht mehr so schwer zu behandeln. Da hat man ernsthaft überlegt und auch Versuche gemacht, die Anlage zu schließen und es wieder in die kommunale Kläranlage einzuleiten. Ist am Ende gescheitert, weil man die Spurenstoffe noch nicht entfernen konnte und hohe Auflagen für die kommunale Kläranlage entstanden sind, die dann doch zu teuer waren. Aber die Diskussion geht weiter, also das ändert sich häufiger mal, ob es denn nur billiger ist oder sinnvoller ist, das zu tun. Ja, wenn wir uns mal die Möglichkeiten zum Umweltschutz in der Industrie angucken, oder nicht nur also in der Industrie jetzt in diesem Fall, ja, dann unterscheiden wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist der produktbezogene Umweltschutz, das andere der produktionsbezogene Umweltschutz. Ja, also man versucht seit einigen Jahren die Integration von Maßnahmen, also von Änderungen im Prozess oder Produkt, zu integrieren. Also nicht mehr End of Pipe, also am Ende des Rohres eine Maßnahme zu machen, sondern sich sowohl die Produktion als auch das Produkt anzugucken. So, hätten Sie eine Idee, was man darunter wohl verstehen könnte? Wie kann man denn beim Produkt die Umwelt schützen? Weil die Umwelt entlassen. Entlasten. Langlebigkeit gar nicht. Ja. Genau, exakt. Also Langlebigkeit ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn ich jedes Jahr ein neues Produkt kaufe oder alle 10 Jahre, brauche ich nur 10% produzieren. Ist natürlich die Frage, ob das wirtschaftlich ist. Obwohl 10 Jahre ja noch geht, aber 20 Jahre ist definitiv zu lang. Wäre eine Möglichkeit, ja? Hat jemand noch eine Idee? Ja, wenn man zum Beispiel andere Rohstoffe verwendet, also statt Plastik auf Erdölbasis, meinetwegen Holz oder was man auch. Genau, also man könnte sich aussuchen, aus welchen Materialien sind die Dinge hergestellt. Und dann könnte man vielleicht an der Stelle der Rohstoffentnahme die Umwelt schützen. Genau.
Also das sind die klassischen Methoden, die klassischen Maßnahmen. Also man überlegt sich, woraus mache ich es. Ich kann mir natürlich auch noch überlegen, was mache ich tatsächlich. Gut, wird seltener gemacht, also wir machen das, was wir verkaufen können. Also okay, wir haben also den produktbezogenen. Also wir versuchen den Ressourcenverbrauch zu verringern, die Gebrauchseigenschaften zu verbessern, Lebensdauer. Ja, und einen Punkt haben wir noch nicht gesagt, Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes selber zu verbessern. Also wenn ich ein Auto so baue, dass ich es, wenn ich es verschrotte, mit einfachen Handgriffen in Bestandteile zerlegen kann, die unterschiedliches Material enthalten, dann kann ich eine Entlastung machen, anstatt es in kleine Stückchen zu schreddern und dann nur noch verbrennen zu können. Okay, das ist die Produktbezogenheit. Jetzt kommt die Produktionsbezogenheit. So, da unterscheiden wir in der Produktion. Ich kann was in diesen Prozess integrieren und ich kann etwas wiederum additiv tun. Ich kann was ersetzen, was dahinter schalten. Ja, also und eine der Ideen, ich könnte mir überlegen, wie ich Verfahren verbessere oder Verfahren umstelle. Zum Beispiel so umstelle, oder ich mache mal erst das Bild ganz voll, also ich könnte es, also den Prozess könnte ich verändern oder ich könnte die Produktion verändern. Die beiden Sachen könnte ich machen. Ja, beim Prozess könnte ich gucken, ob mein Wirkungsgrad besser wird. Also wenn ich anstatt 10% Ausschuss nur noch 2% Ausschuss habe, habe ich 8% weniger Abfall. Ganz einfach. Oder ich könnte die Produktion verbessern, indem ich das, was vermeintlicher Abfall war, zurückführe wieder als Rohstoff. Ich kann auch ein ganz anderes Verfahren nehmen. Dazu ein kleines Beispiel. Wir hatten in Wuppertal diese Kläranlage für 700.000 Einwohnerwerte betrieben. Und etwa 50% davon war Industrie. Jetzt ist ja 50% Industrie. Einer der Hauptproduzenten damals war Akzo Nobel und die haben Dialysemembranen hergestellt. Und diese Dialysemembranen sind ja nichts anderes als eine Filtration. Und eine Filtrationsmembran haben die so hergestellt, dass die einen Kunststoff gemacht haben und in dem Kunststoff mussten Poren entstehen. Und da hat man einfach zwei Komponenten gehabt und diese eine Komponente, die hinterher die Poren macht, musste ausgewaschen werden. Und dazu hat man eine sehr starke Ammoniakkonzentration benutzt. Damit konnte man es rauslösen. Man hatte hinterher ein Abwasser, was sehr viel Stickstoff, nämlich letztlich dann Ammonium, enthielt, nachdem man dann entsprechend neutralisiert hatte. So, ist an sich nichts Schlimmes. Ammonium haben wir im ganz normalen kommunalen Abwasser eine ganze Menge, im Wesentlichen über Urin aus. Große Mengen Ammonium sind da. Auch kein Problem, kann man nitrifizieren, denitrifizieren, wenn wir noch lernen. Also rein technisch kein Problem. Aber, als wir bilanziert haben, haben wir festgestellt, dass etwa ein Viertel der Fracht der gesamten Kläranlage aus diesem einen Werk stammt. Und wir werden lernen, dass diese Nitrifikation die Größe einer Kläranlage im Wesentlichen bestimmt. Und dann sind sie gekommen und haben den Antrag gestellt, die Produktion zu verdoppeln. Und dann haben wir gesagt, ja, tut uns leid, also mit den Frachten geht es nicht, diese Kläranlage kann das nicht. Dann könnten wir wohl machen, wir könnten die erweitern. Ja, wenn wir aber Beton vergießen müssen, große Mengen, viele Millionen Euro ausgeben. Und haben gesagt, naja, also wer weiß schon, wie lange Akzo Nobel Dialysemembranen nach dem Verfahren herstellt. Keine Ahnung. War eindeutig das günstigste Verfahren. Und dann haben wir aber gesagt, okay, dann müssen wir jetzt die Regeln ändern. Und haben die Regeln insofern geändert, dass man jetzt nicht mehr pro Kubikmeter Abwasser bezahlt, sondern dass man pro Kilogramm Stickstoff, Phosphor, BSB, CSB und so weiter bezahlt. Das ist sehr kompliziert gemacht, möglichst genau, damit es auch dann nicht wirklich angreifbar war. Und jetzt wurde es doch relativ schnell unwirtschaftlich für die Firma, die Produktion an dieser Stelle auszuweiten. Klar, der nächste Schritt ist immer derselbe. Kommt der Kommunalpolitiker und sagt, das geht doch nicht, wir müssen doch die Wirtschaft fördern. Und dann gesagt, okay, wollen wir das machen hier, die letzten verbleibenden Bürger Wuppertals, wir geben jetzt Geld aus, in der Hoffnung, dass die nächsten Abschreibungszeit von Betonbauwerken 50 Jahre,
die nächsten 50 Jahre hier jemand uns das Abwasser gibt, damit wir das auslassen, was wir machen? Ja, keiner beschlossen. Gut, dann haben wir uns überlegt, muss es denn sein? Müssen die denn ein Verfahren benutzen, wo sehr viel Stickstoff anfällt? Gibt es denn nicht andere Möglichkeiten, diese Membran herzustellen oder dieses Lösemittel durch was anderes zu ersetzen oder das vor Ort abzuscheiden? Ja, und dann gibt es, ich glaube, es gibt es immer noch, das sogenannte Abwasserabgabengesetz. Das Abwasserabgabengesetz besagt, dass man für das Einleiten von Schmutz in ein Gewässer an den Staat Geld abzuführen hat, in Abhängigkeit der Fracht. Verschiedene Stoffe sind aufgeführt, unter anderem ist Stickstoff dabei, Phosphor, CSB und so weiter. Nur wenn man ganz, ganz kleine Werte einhält, die sogenannten Schwellenwerte, wenn man die unterschreitet, muss man nichts bezahlen. Und je mehr, je höher die Fracht ist, desto mehr Geld muss man bezahlen. So, wenn man jetzt Frachten einsparen möchte und die Fracht um mehr als 20% reduziert, dann darf man das Geld, was man für die Abwasserabgabe bezahlt hätte, verrechnen mit den Investitionen. Also man kann sozusagen das Geld zurückkriegen und kann dafür investieren. Muss man 20% machen. Gut, haben alle gemacht, hat sich gerechnet. Dann hat man das Gesetz zum Glück ein bisschen verändert, hat gesagt, ja, wenn ihr es schafft, im Teilstrom 20% zu entfernen, also eine Prozesswasserwandlung zu machen, dann geht das auch. Gut, und wir sind dann mal hin und haben gesagt, naja, was meint ihr denn, wenn wir jetzt als Betreiber der Kläranlage bei einem Industriebetrieb mehr als 20%, waren ja damals schon 25%, verändern, vermindern, können wir dann die Investitionen mit unseren Abwasserabgaben verrechnen. Also mit dem, was alle Bürger Wuppertals bezahlen, eine Maßnahme bei der Industrie finanzieren. Ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil, naja, ist ja ähnlich, ne? Also geht ja Geld von der Kommune hin zu einer Industrie. Ja, es wurde entschieden, es geht, kann man machen. Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, 50% davon hätten wir gern wieder von der Industrie. Der Deal hat geklappt, wir sind hingegangen und haben als Verband den Prozess umgestellt. Wir haben einen anderen Prozess gebaut, fiel jetzt kein Stickstoff mehr an und alle haben gewonnen. Die Kläranlage musste nicht erweitert werden, die konnten ihre Produktion ausweiten und ja, der Steuerzahler hat ein bisschen weniger Geld eingenommen als vorher. Also, sowas ist möglich und letztlich dann wirtschaftlich. Man muss sich nur überlegen, wer trägt welches Risiko. Ja, und das Risiko zu tragen als Kommune, dass ein Industriebetrieb über lange Zeit das Gleiche tun wird, ist extrem groß. Kann ich nicht empfehlen, klappt üblicherweise nicht. Okay, also das sind Möglichkeiten, das zu tun. Ja, habe ich erzählt, Kosteneinsparung ist das Ziel. So, wenn man jetzt Prioritäten setzen wird oder will, dann würde man zunächst mal mit den prozessintegrierten Maßnahmen anfangen. Man muss mal gucken, kann man den Input verkleinern, kann man die Produktausbeute vergrößern, kann man Anlagen haben, die etwas weniger Emissionen bringen, beziehungsweise sogar emissionsfrei sind. Das war ja eine lange Zeit mal ganz in, dass man dann von wasserloser Produktion gesprochen hat. Und man hat gesagt, wir wollen überhaupt kein Wasser mehr verbrauchen, wir recyceln alles. Wenn wir dann auch sehen bei der Papierindustrie, da hat man große Werbung gemacht, unsere Fabrik ist wasserlos. Hat alles nicht geklappt, gibt keine einzige mehr, die wasserlos ist, weil sie im Endeffekt rausgestellt hat. Ja, die Konzentrationen steigen letztlich so stark an, dass man sie nicht beherrschen kann. Aber immerhin emissionsärmer, das hat man ja schon realisiert. Man kann andere Motoren verwenden mit weniger Emissionen und so weiter. Also das wäre das Erste, was man mal prüfen kann. Natürlich dann produktionsintegrierte Maßnahmen wie Mehrfachverwendung von Wässern, ja, Kreislaufschließung, gehen wir gleich mal darauf ein, was das heißt, Stoffrückführung oder Verwertung, natürlich am besten eine Verwertung, eine unmittelbare Verwertung, also wenn ich den Stoff direkt zurückführen kann, ist es gut. Ja, oft sprechen wir ja dann hier bei der Verwertung vom Recycling,
Also das meint ja eine direkte Verwertung, was ja üblicherweise nicht so ist. Es ist ja üblicherweise ein Downcycling. Also ich mache aus dem Restplastik, mache ich irgendwelche Abtretmatten oder irgendwelche Begrenzungen auf der Autobahn. Ist ja nicht die gleiche Qualität. Man muss mal überlegen, kann man es sehr, sehr gut wiederverwenden vor Ort. Ja, und erst wenn das alles nicht funktioniert oder unwirtschaftlich ist, dann sollte man sich mal überlegen, ob man additiv tatsächlich am Ende noch eine Reinigungsanlage baut. Gut, wir werden uns im Weiteren sehr, sehr stark natürlich mit diesen additiven Maßnahmen beschäftigen, weil wir die nach wie vor brauchen. Wenn Sie additive Maßnahmen machen, müssen Sie aber immer noch mal überlegen, an welcher Stelle denn. Heißt hier nicht notwendigerweise, dass man die am Ende macht, sondern häufig braucht man ja auch, um Stoffe rückzuführen, eine Maßnahme im Abfluss dieser einen Maschine. Man kann nicht Öl recyceln und als Schmiermittel wiederverwenden oder solche Sachen. Das werden wir sehen. Gut, also das war mal die generelle Philosophie, die heute komplett anders ist als beim kommunalen Abwasser. Diesen Link will ich nochmal machen. Ja, da redet ja heute, reden nur ein paar Spinner drüber, die sagen, naja, wir müssen diese Ideen, die müssen wir beim kommunalen Abwasser auch anwenden. Ja, die klassische Methode ist ja, Sie schütten alles zusammen, fragen sich nicht, was es ist, leiten alles in einem Rohr zu einer Kläranlage und versuchen alles zu behandeln mit Energieaufwand und das gereinigte Abwasser geben sie dann in den Fluss und den Schlamm, der ist dann so dreckig, den müssen sie verbrennen. Hat ja mit dem, was hier steht, nichts zu tun. Ne? Völlig krass. Also ist im Prinzip genauso wie früher. Wir haben Emissionsgrenzwerte, wir machen additive Techniken, wir machen nichts an der Quelle. Also krass anders als Industrieabwasser. Ja, wenn wir uns mal angucken, warum ist es beim Industrieabwasser heute anders? Nur wegen Geld. Wegen nichts anderem. Nur wegen Geld. Und offensichtlich haben die Kommunen noch genug Geld, sich so ein System der kommunalen Abwasserreinigung zu leisten, wie wir es betreiben. Also nicht Stoffe trennen, nichts recyceln, nichts wiederverwerten. Offensichtlich ist die Abwasserreinigung entweder zu billig oder die Kommunen haben zu viel Geld.